Cocktail jetzt, der Sex Machine, das ist ein ganz besonderer Drink. Und zwar in der Hinsicht, dass er zeigt, dass man Cocktails auch aus Spirituosen machen kann, die gar nicht zu mixen eigentlich gedacht sind. Zum Beispiel Malt Whiskys. In Edinburgh, das war vor einigen Jahren, da war ich eingeladen zu mixen anlässlich eines Konzertes von James Brown. Und da hatten wir, ich und 11 weitere Barkeeper, die Aufgabe, eben was ganz Tolles zu machen mit Glenkinchie aus der Distillerie dort. Und da ist dieser Drink entstanden. Der ist eigentlich sehr, sehr interessant, aber ich muss vorher etwas warnen, der ist schon etwas rauchig. Also der ist gewöhnungsbedürftig für die Anfänger der Longdrinks. Den empfehle ich für die, die irgendwas Spezielles möchten aus ausgefallenen Zutaten. Wir nehmen 4 cl von dem Glenkinchie Highland Whisky in das Rührglas rein. Dazu dann 2 cl Orangenlikör, in dem Fall Grand Marnier. Die Malt Whiskys sind ja alle in Eichenholzfässern gelagert, vor allem in Sherryfässern. Und da sind auch so Mandel-Orangen-Charakteren ähnlich wie beim Grand Marnier. Deswegen passt das ganz gut zusammen. 2 Dashes von dem Peugeot Bitters, das ist ein Bitter auf Enzian-Basis. Dann 2 cl Lime Juice. Zitrus tut den Drink gut, jeden Drink tut Zitrus gut. Das ist hier dieses Cordial, dieses Limonenextrakt. Und dann noch 1 cl Zitronensaft. Dann schön Eis ins Rührglas. Das Ganze verrühren. Es ist wirklich so, dass man bei Cocktails sich anfänglich immer an die Zutaten halten soll und dann langsam experimentieren. Da kommen wirklich tolle Sachen raus. Manchmal auch weniger tolle, aber das ist ja eben das Schöne am Experimentieren. Doch irgendwann hat man den Dreh raus und dann kann man wirklich von Mal zu Mal Steigerungen erwarten und erhalten. So, den Drink sah ich ab in ein Longdrinkglas mit viel Eis. So in etwa. Ich habe jetzt schon vorher eine Schale aus der Orange vorbereitet mit dem, Kartoffelschneider oder Zestenreißer auch. Die ist sehr fein und sehr aromatisch und gibt dem ganzen Drink noch diese Zitrusnote, diese Orangennote. Und on top etwas Ginger Ale. So in etwa. Und das ist der Sex Machine, kreiert von Mr. James Brown. Und ich finde ihn absolut sexy.